So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Frau ist auch da. Was machen wir heute, Schatz? Wir kochen heute ein Fondue und essen es mit einer selbstgeschnitzten Fondue-Gabel. Genau, das machen wir. Ich habe es selber noch nicht so ganz begriffen. Aber was ich begriffen habe, ist, dass ich Holz besorgen sollte. Das habe ich getan. Also grob, wenn man sich eine Fondue-Gabel schnitzen möchte, dann braucht man halt schön ein schönes Stück Holz, weil es soll ja Essgeschirr werden. Da kann man theoretisch natürlich auch irgendein Holz aus dem Wald nehmen, was da lange Zeit am Boden rumgelegen ist. Aber für Essgeschirr mag ich ungern noch irgendwelche Pilze im Holz haben. Das ist zwar nicht schlimm, kann man schon machen, aber soll ja auch ein langfristiges Gäbelchen sein. So, und darum ist das Besteck und kein Geschirr. Entschuldigung, wenn ich dich da verbessern muss, Herr danke, Wissenschaftler. Schatz. Ja, Küchenwissenschaft, das ist nicht gerade mein Fachgebiet. Egal. Aber du hältst Holz in den Händen, du bist kompetent. Ja, Holz, aber wenn das Holz dann zu Besteck geworden ist, dann hört es mit der Kompetenz wieder auf. Es regnet übrigens. Wer es noch nicht bemerkt hat. Jedenfalls für ein Gabelchen braucht man natürlich eine Fondue-Gabel. Fondue-Gabel soll ja im Prinzip recht lange Zinken haben, nach Möglichkeit, wenn man es hinkriegt, sogar noch einen Widerhaken, damit das Brot nicht runterrutscht. Aber das werden wir wahrscheinlich weniger hinkriegen. Aber nein, kriegen wir nicht hin. Dann lange Zinken jedenfalls und eine gewisse Grundlänge. Eigentlich sind Fondue-Gabeln ziemlich lang, damit alle gleichzeitig in den Topf reinlangen können. Aber, richtig, oder? Ja. Aber in diesem Fall machen wir so halt ein bisschen kürzer, weil es ist ja eh nur für zwei und da ist es uns wurscht, ob wir jeweils total tief in den Topf reinlangen können oder und auch von viel Entfernung und so weiter. Also, wie macht man das jetzt? Man nimmt sich ein gutes Holz, das hier ist Linde, ja, schon getrocknet. Das muss natürlich nicht zwingend getrocknet sein, kann man auch mit halb frischem Holz noch machen. Dann müsste man das jetzt spalten, dafür nimmt man sich dann jetzt irgendein großes Messer, erkennt man. Legt das hier drauf, kloppt das dann da durch, dann ist das gespalten, dann spaltet man es nochmal, dann ist es geviertelt. Das habe ich jetzt halt schon vorgemacht. Jedenfalls haben wir jetzt hier diese kleinen Dinger und Frau beginnt schon mit der Bearbeitung. Und Frau macht ihr's, ich mache meins. Meins würde ich versuchen mit der Kamera zu dokumentieren. Und das machen wir jetzt. So, in Anbetracht der Umstände, zoomen wir noch ein kleines bisschen rein. Jetzt. Versuche ich das jetzt mal so gut es geht, eben jetzt hier zu zeigen, wie wir es jetzt halt hinbekommen, weil wir haben keinen Tisch. Mit dem Tisch ist sowas immer einfacher. Folgendes. Das muss jetzt natürlich erstmal abgeflacht werden, weil es hat ja noch Scheitform. Also erstmal sollte noch die Rinde runter, wenn man keine Rinde haben möchte an seiner Gabel. In diesem Fall ist da unter der Rinde noch ein Ästchen versteckt. Also ich erkläre das jetzt für Anfänger. Ne? Wer nicht Anfänger ist, der wird sowieso keine Schwierigkeiten haben, sowas dann im Zweifelsfall herzustellen. Erstmal hier in der Mittelrippe, damit es nicht mehr ganz so kantig ist, dann kann man es besser anfassen. Das Schnitzmesser, was ich hier verwende, das ist ein kleines Mora-Messer. Also wirklich ein spezielles Schnitzmesser. Die sind erstaunlicherweise gar nicht mal mehr ganz so billig. Ne? Also man ist ja von Mora gewöhnt, dass deren Messer nicht besonders teuer sind. Aber ja, es kostet auch wirklich kein Vermögen. Ich weiß nicht, 30 Euro sowas in dem Dreh. Dafür halten die sehr lange und das macht dann auch schon Freude mit den Teilen. So, Grundsatz ist jetzt folgender. Wir wollen das schon halbwegs rund haben im unteren Bereich. Also wenn, sagen wir mal, hier ist der Stiel, der soll rund. Dann soll hier oben die Gabel dran. Die soll natürlich flach, ne? Das heißt, da brauchen wir die gesamte Breite, die uns jetzt dieses Holz zur Verfügung stellt. Das heißt, wir machen es hier auf Brettchen flach und ab ungefähr da kann man sich auch schön markieren mit einer Kerbe. Ab ungefähr hier werde ich dann nachher den Griff versuchen abzurunden. So ungefähr. Ja? Und das soll jetzt auch kein Meisterwerk werden, sondern wir haben ja Hunger und wir wollen nachher noch was essen. Also darf man das Tempo der Herstellung ein kleines bisschen beschleunigen. Markröhre, muss man immer aufpassen, dass man nicht die Markröhre drin hat. Also die Markröhre wäre das, was hier gesessen ist, ne, im Inneren vom Holz. Moment, wo kann ich euch das schön zeigen? Hier kann ich euch das schön zeigen. Hier ist noch die Markröhre zu sehen. Die will man im späteren Produkt im Idealfall nicht drin haben, außer man will sie doch drin haben, weil einem das gefällt. Aber damit hat man dann halt dann quasi ein anderes Material im normalen Schnitzmaterial. Dann ist das nicht mehr so homogen. Dann ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich habe sie gerne raus, wenn ich es vermeiden kann, dass ich die Markröhre im späteren Produkt habe. Dann bin ich da nicht böse. So.
Also jetzt erstmal abflachen. So ein dünnen Brettchen. Wohlgemerkt, eine gewisse Grunddünne muss das haben. Sodala, ich habe jetzt schon mal ein bisschen angefangen, hier hinten am Griff rumzudoktern. Und hier vorne habe ich es im Prinzip wirklich bloß dünner gemacht. Ihr seht, es wird deutlich dünner. Im Endeffekt darf es nach hinten schon ein bisschen dicker zulaufen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Wichtig wäre, dass man es vorne, also wirklich ganz vorne, da wo man dann nachher mit der Kerbe für die Gabel anfängt, das ist ja nur so eine Zweizinkengabel, so eine Fondue-Gabel, da sollte es schon sehr, sehr flach sein. Und hinten den Griff, das machen wir nachher noch schöner, ne? Im Prinzip. Ich habe den gerne rund, wer den wenig was anderes als rund haben möchte, kann den auch was anderes als rund machen, aber im Grunde ist das einfach wirklich bloß hier so lange Material abtragen, bis das dann schön rund ist. Und wenn man jetzt wie ich noch einen Ast drin hat, dann kann man das auch, kann man den entweder drin lassen, so als optische Komponente. Astlöcher werden ja auch ganz gerne bei Schnitzern sehr gerne verwendet, um da noch irgendwie eine bestimmte persönliche Marke ins Holz reinzukriegen. Aber ja, also so viel jetzt erstmal ganz grob der Griff. Und noch ein bisschen runder mache ich den. Das Schöne ist, wenn man schon einen halbwegs anschmiegsamen Griff hat, dann kann man das Werkstück einfach besser anfassen beim weiteren Arbeiten. Dann liegt das angenehmer in der Hand. Und wer jetzt nicht sehr, sehr raue Pfoten hat, der mag das dann vielleicht angenehm finden. So, jetzt müssen wir hier vorne das Ganze noch schmaler kriegen. Also noch schmaler. Jetzt auch nicht maßlos übertreiben, dann reißt es aus. Ich schnitze übrigens inzwischen mit dem Opinel, ne? Sieht man. Weil Frau soll auch mal das Schnitzmesser haben. Und wir machen jetzt auch ein bisschen zwei verschiedene Varianten. Ich zeige euch dann den Unterschied von ihr und mir dann nachher. Jetzt bisher verwenden wir ungefähr dieselbe Technik. Sie wird dann aber die Gabel schon hier einsägen. Ich will das alles mit dem Messer machen. Da gibt es kein richtig oder falsch, das kann man halt so oder so machen. Ganz vorne würde ich schon sagen, also 3 mm ist sicherlich in Ordnung. 2 ist dann für die Mutigen, die keine Angst vor Ausreißen haben. Okay, Schatz, dürfte ich das Schnitzmesser dann nochmal haben? Ungerne. Ungerne, kriegst auch das scharfe Opinel. Frisch geschliffen. Das ist immer gefährlich, das weißt du doch. So, also folgender Gag ist jetzt, der Gag ist jetzt der. Wir schneiden hier jetzt so kerbenförmig ein und dann schnitzen wir uns mit der Kerbe weiter runter. Ne? Ich hoffe, ihr kapiert, was ich meine. Dabei ein bisschen vorsichtig sein, damit man sich da nicht weh macht. Im Zweifel kleinere Kerbchen machen. Also einmal auf der einen Seite. Dann nochmal auf der anderen Seite. Das muss nicht schön sein, es geht nur darum, dass man irgendwie mit der Gabel quasi anfangen kann. Da kommt eh noch jede Menge Material weg. Und dabei wirklich vorsichtig, weil grundsätzlich, ich weiß nicht, wie man das heben soll, ohne da hinten zu heben. Und wenn man dann in die Richtung schneidet, dann schneidet man tatsächlich mal kurzfristig in Richtung Hand. Ach so, und noch ein Hinweis, auch nicht, wenn man nicht wirklich schon viel geschnitzt hat, hier so da hocken und oberhalb der eigenen Beine arbeiten. Weil im Grunde, ich schnitze ja jeweils nach vorne. Ja? Also ich kann mir schlecht in den Oberschenkel stechen. Aber wenn das doch passieren sollte, dass man sich in den Oberschenkel sticht, dann kann man sich die Arterie verletzen. Das soll schon vorgekommen sein und dann kommt jede Hilfe zu spät. Ja? Also da, so schnell ist kein Krankenwagen. Die Oberschenkelarterie, da blutet man ganz schnell aus. So, und jetzt einfach mit kleinen Schnittchen hier nach und nach, ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen, die Kerbe vergrößern, bis wir dann wirklich auch von oben, auch das wieder ganz vorsichtig, weil da muss man wieder in Richtung der eigenen Hand, anfangen kann, hier wirklich dann die Kerbe auszukerben. Also jetzt sieht man ja, eine leichte Kerbe ist inzwischen vorhanden. Das ist recht mühsam und das dauert, aber das Prinzip ist, glaube ich, kapiert.
und nach kriegt man dann hier halt auf diesem Wege die zwei Zinken zustande. Die muss man dann nachher noch ausformen. Was ich jetzt mache off-Kamera, ist einfach diese Kerbe hier nach hinten noch weiter vertiefen. So, jetzt sieht das bei mir inzwischen so aus. Also ich habe jetzt mit der gezeigten Technik einfach die Kerbe mühsam immer weiter ausgekerbt, immer weiter ausgekerbt, immer weiter ausgekerbt. Dabei wichtig, konzentrieren, nicht nachlassen, auch wenn es ein bisschen dauert, dann dauert es halt ein Weilchen. Aber dann kriegt man irgendwann auch zwei schöne lange Zinken hin. So, und jetzt muss man die Zinken, das ist auch relativ selbsterklärend, logischerweise jetzt hier noch ein bisschen, ne, spitz zulaufend machen. Und dann ist die Frage, wie man individuell seine Zinken haben möchte. Aber wichtig ist hier auch wieder immer schön nach außen arbeiten, nicht zum Körper hinschneiden, und dann kann man sich da auch nicht verletzen. Dann macht man die schön spitz und dann gibt das eine prima Fondue-Gabel. Prinzip ist soweit, glaube ich, klar. Weitere Ausführung, auch gerade, dass es so schwierig zu filmen ist, überlasse ich dann euch. Aber ihr seht, das ist jetzt wirklich... Mach sie nicht noch weiter, Schatz. Nimm von der Außenseite bitte was weg. Kann ich auch machen, so ja. Groß sind dann fällt das Brot runter. So groß werden die Brotstücke nicht unbedingt. Wir wollen keine ganzen Laibe da reintunken. Auch wenn du Hunger hast. Okay, gut. Ja, also das dann wäre dann auch noch eine Idee. Wenn man einen da innen drin, den Zwischenraum, der groß genug ist, kann man natürlich auch außen noch Material wegnehmen. Danke, Schatz. Bitte, Schatz. Damit man nicht ganze Brote ins Fondue tunken muss. Wobei, hast du weniger Käse. Das stimmt natürlich. Wichtig, wenn es filigran wird, kleine Schnitte machen, so wie jetzt. Ja, ne, nicht mehr mit viel Druck arbeiten. Lieber ein paar Mal mehr schneiden, als aus Versehen irgendwas wegschneiden, was man hinterher noch gerne dran gehabt hätte. Ne? Weil weg geht immer, wieder dran nicht. So, Fondue-Gabel Modell Ben. Modell Ben zeichnet sich aus durch einen kleinen Rest von Braun. Hier als dekoratives Element mit hier spitz zulaufend, ansonsten einem recht dicken Griff, damit ich auch großes Brot aufpieken kann. Ja, kann man jetzt noch ein bisschen verschönern, aber ich habe Hunger. Auf der Rückseite geht das natürlich nicht mit diesem farbgebenden Element, weil das ist das Periderm, ne? Also quasi das Innere der Rinde, was hier noch drauf hängt, das Allerinnerste. Das wird sich jetzt auch lange, lange so halten. Damit kriege ich diese Farbe auf Dauer so gerettet, aber im Inneren vom Holz gibt es das natürlich nicht. Ne? So, ja, also das ist mein Zinken. Meine Gabel dürfte hoffentlich soweit funktionieren. Modell Evelyn schaut so aus. Offenbar auch in der Lage zu funktionieren. Hat hier eben einmal so ein Dorpselgriff und sonst schön fein und klein zulaufend, und eben mit der Sägemethode ist er hier auch ganz gut reingekommen, auch wenn das halt nicht mehr Krampf als Spaß ist. Meine Variante hat natürlich ein bisschen mehr Freude gemacht und ich bin auch etwas tiefer runtergekommen, was den Zinken angeht. Ich hätte auch noch ein bisschen weitermachen können, aber ja, also in diesem Fall darf ich ausnahmsweise mal bei einem handwerklichen Dingens darauf hinweisen, dass meine Version gar nicht so schlecht gewesen ist. Ausnahmsweise. Also gerade bei was Handwerklichen. So, dann kommen wir jetzt zum erfreulichen Teil und machen Fondue. Dafür habe ich hier Fondue, eine Anleitung für Deutsche, für Deutsche. Hab vergessen, die Anleitung ist ja auf Hochdeutsch. Extra, damit ich sie auch verstehe. Wem das Ding bekannt vorkommt, es gab mal ein kleines Patreon-Video dazu, schon lange her. Einfach ignorieren. So. Erstens, wir brauchen, kann man das noch lesen? Ich glaube schon. Wir brauchen je nach persönlichem Bedürfnis, 1 bis 2 Knoblauchzehen. Die Anleitung für Deutsche sagt, wir brauchen 1,5 Deziliter Weißwein. Einen halben Esslöffel Maisstärke. Mischen und ins Kaklon geben, kommt gleich. Dann brauchen wir
Fondue-Käse. Jetzt ist das Problem folgendes. Wir sitzen hier in Deutschland. Ja? In Deutschland kann man Fondue-Käse als geriebenen Käse zum selber schmelzen so nicht kaufen. Gibt es nur fix und fertiges Fondue, was man kaufen kann, was nicht unbedingt billiger ist als die Variante, die wir jetzt machen mit dem ganzen Wein und allem Pipapo und so weiter. Da kommst du schon auf noch teurer als. Aber es ist leckerer selbst gemacht. So, und deswegen. Man kann jeden anderen Käse auch schmelzen. Deutscher Alternativkäse drin. Und dann haben wir als cremige Ergänzung noch ein bisschen Mozzarella. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade original Schweizer, aber das machen wir trotzdem. Ha! Und es wird trotzdem schmecken. So viel zum Käse. Was sagt das Büchlein? Das Büchlein sagt, umrühren. Ein Esslöffel Kirsch oder Spitzli mehr. Spitzeli. Gutes Schwarzwälder Kirschwasser. Allzu viel ist nicht mehr drin, das dürfte aber auch reichen. Gluck, gluck, gluck. In der formschönen Flasche. Und Muskatnuss. Muskatnuss. Hier drin. Ne? Und Pfeffer. In der outdoor-tauglichen Mini. In der outdoor-tauglichen, genau. Ja, und das sind die Zutaten. Stimmt gar nicht. Es braucht noch ein Brot dazu. Und ein Brot, genau. Also, nachdem ich in Grönland mal mit Roggenschrotbrot zum Käsefondue angekommen bin und mich Frau seitdem immer bei jeder Gelegenheit damit aufzieht, dachte ich, ich erzähle die Geschichte kurz mal selber, bevor sie es tut. Man nimmt kein Roggenschrotbrot. Man nimmt ein richtiges Brot, oft ein Weißbrot oder so ein halbweißes Brot, also so ein bisschen rustikaleres mit etwas dunklem Mehl. In unserem Fall, ja doch, das ist ein ganzes Weißbrot. Ich dachte, weil die Rinde ein bisschen rustikaler aussieht, könnte es vielleicht auch irgend so ein Mischbrot sein. Weiter geht's. So, wir kommen zur Zubereitung. Inzwischen haben wir uns dafür entschieden, dass wir lieber Wackelkamera und dafür ein gescheites Bild haben, als nicht wackelnd und Schärfeprobleme. Daher folgendes. Ich zitiere aus der Anleitung für Dütsche. Knoblauchzehen. Schälen. Check. In mittelgroße Stücke schneiden. Check. Okay. Das Cacnon oder den Topf. In unserem Fall handelt es sich um einen Topf. Ich habe lange gebraucht, herauszufinden, wie man Cacuelon ausspricht. Cacnon. Genau, Cacnon. Und man schreibt es aber Cacuelon. Sag jetzt, was ich mit dem Knoblauch und dem Cacnon machen muss. Ich bin schon ganz aufgeregt. Du sollst das Cacnon damit ausreiben. Und reintun. Ja, dann machen wir die mittelgroßen Stückchen dann noch ein bisschen kleiner. Okay. Aber zum Ausreiben ist halt der halbe Knoblauch schon ganz toll. Die Ausreiberei hilft auch, dass es nicht so anbrutzelt. Und verteilt schon mal Geschmack. Geschmack. Und Zwiebelchen. Riechst du es? Ist das unser guter Trangia-Topf? Natürlich ist das unser guter Trangia-Topf. Wie hast du den denn außen so weit sauber bekommen, dass du gerade keine dreckigen Pfoten hast? Ja, ich werde schon dreckig. Ach so, ja, stimmt, wirst du. Na gut. So, und dann schnippeln wir das Zeug klein und machen es rein. Jetzt haben wir natürlich kein Brettchen dabei. Dann müssen wir es so schnippeln. Ja. Gut, dann machen wir hier einen Schnitt, damit keiner sieht, wie unqualifiziert wir schneiden. Hey. So, in der Zwischenzeit ist es an mir, die Feuerstelle schon mal vorzubereiten. Das muss ich jetzt einarmig tun. Ich bin der einarmige Bandit. Bandit, Schatz. Bandit. Einarmige Bandit. Na gut, aber Tatsache wäre, wir stellen dieses Teil dahin und dann machen wir da irgendwelches Zunderchen rein. Der Gag ist nämlich folgender. Klar kann man das auch mit dem Holzfeuer machen, aber erstens haben wir da gar keine Lust. Und zweitens darf man nicht zu viel Hitze haben. Und drum habe ich hier meine altes brennbares Materialbox mitgenommen. Und da finden wir unten auch einen Essbitwürfel. Hier. Wupp. Und mit einem Essbitwürfel sollte das schon reichen, dass wir quasi den Käse geschmolzen bekommen. Und hinterher kann man dann mit kleineren Brennmaterialien oder auch mit Teelicht dann arbeiten. Das gibt dann schon genügend Hitze, dass quasi der Käse einfach geschmolzen bleibt. Darum geht es dann ja im Prinzip primär. Schatz, ja. Als nächstes bitte 1,5 Deziliter, 150 Milliliter
Weißwein. Jawohl, da sind drin 250. Steht nichts drauf. Da sind 52. Also mit Milliliter. Ins Kaglan gebe. Noch ein bisschen. Passt. Gut. Und jetzt bitte einen halben Esslöffel Maisstärke hinzu. Ein halber Esslöffel? Ein halber Esslöffel, also ein Gutsch. Pulver wird nicht in Gutsch. Pulver wird nicht in Gutsch dosiert? Gemessen. Okay. So. Noch ein bisschen. So. Dann rühren? Steht hier nicht. Achso, doch, mischen. Mischen und ins Kaglan geben. Oh, jetzt mische ich schon im Kaglan. Ja. Im Wald muss man sich halt gewissen Unannehmlichkeiten bewusst sein. Ja, das ist so. Jawohl, ist gemischt, ja. Gut, der nächste Schritt. Geriebenen Fondue-Käse, also in unserem Fall nicht Fondue-Käse, aber Käse, hinzufügen. Käse folgt. Käse. 50. Ja, also wollten wir 400? Theoretisch 400. Aber da wir Hunger haben, machen wir am besten 500. Da muss man auch erst haben, bevor man kann. Ja, das stimmt. Aber wir haben. Aber bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Das will er nicht hören, dass du zu viel gegessen hast. Doch, natürlich. Macht dann Ula Ula. Ja, eben drum. Ula Ula ist ein Zitat aus Asterix und Kleopatra. Der Vorkoster der Kleopatra. Probiert er den Kuchen mit Arsen, der in den Galliern kommt, da teuer zu stehen oder so ähnlich, schwer zu stehen. Kriegt nicht mehr ganz zusammen. Jedenfalls, den probiert er und danach sagt er Ula Ula, weil er Bauchschmerzen hat. Ja, gut. Ich habe jetzt doch nur 400 gemacht. Alles klar. So, das soll man beigeben und bei leichter Hitze und gelegentlichem Umrühren aufkochen. Schmelzen. Steht aufkochen. Mein Gott, was habe ich denn da geschrieben? Tja. Ja, das ist schon verjährt. Hast halt versucht, Hochdeutsch zu schreiben, ne? Gut, das machen wir jetzt. Dafür bitte einmal Buschbox. Also vorbereitet ist hier schon 2 Essbettwürfel. Danke. Dann nehmen Sie gerne die Streichhölzer, die hier liegen, parat. Und. Ja, und wie zünde ich jetzt den an? Naja, ganz tief reinlangen, bis du dich verbrennst. Und du kannst ihn auch erst anzünden und dann reinschmeißen. Haben wir denn alternative. Ja. Oh, ich habe Feuer. Oh, Feuer. Liegt auf der Ecke. Und jetzt soll ich noch einen Essbettwürfel hinterher schmeißen. Naja, kommt darauf an, wie viel Flamme du haben möchtest. Wenn du so richtig crazy Flamme haben möchtest, dann könnte man noch einen zweiten nehmen. Aber weißt du was? Die kann man sicher auch nachher wieder reinhängen. Ja, das kann man. Wie lange braucht das, bis das brennt? Das ist schon ein Moment. So, ich glaube, so passt. Mhm. Und dann mal nehme das Fondue. Fondue. Rühre mal noch um. Dann rühre um. Dann wiederholt der Ben alles, was man sagt. Das macht er. Oh, jetzt hat er es vergessen. Ja, und jetzt muss man warten und bei gelegentlichem Rühren weiter warten. Und dann schmilzt das irgendwann. Wir werden berichten. So, nach circa 4 Minuten sieht dann der Inhalt vom Kaglan so aus. Ich würde rühren, aber ich muss ja die Kamera halten und dann fliegt hier alles runter. Aber das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass das jetzt so aussieht. Das verflüssigt sich jetzt immer mehr vom Rand zur Mitte und wenn man immer schön rührt, dann brennt es auch nicht an. Frau schneidet in der Zwischenzeit bzw. grob würfelt das Brot. Dabei ist zu achten, dass jedes Brotstückchen Rinde hat, damit es nachher nicht von der Gabel fällt. Ja, das ist wichtig, das habe ich auch inzwischen gelernt. Denn wenn was ins Fondue-Töpfchen fällt, gibt es Ärger. Aber ich muss rühren, schnell, Hilfe! So, inzwischen hat Küchenchefin übernommen und ich kann in Ruhe den Kameramann machen.
Also, inzwischen haben wir hier durchaus auch eine gewisse sämige Konsistenz erreicht. So soll das dann auch sein. Und darf ich da schon weitermachen? Du darfst da schon weitermachen. Wenn ich gar nicht das Rezept für Dütsche habe. Ah, das Rezept für Dütsche. Kannst du lesen? Ich kann lesen, warte. Ein Gutsch Kirsch. Ein Gutsch Kirsch. Hm. Ups. Wo steht es denn im Rezept für Dütsche? Ein Esslöffel wahrscheinlich. Ein Esslöffel Kirsch. Oder ein bisschen mehr. Es kommt darauf an, wie Alkoholiker man ist. Da war aber nachher noch andere alkoholische Dinge. Es war jetzt wieder ein Gutsch. Das habt ihr ja schon gelernt, wie viel das ist. Ja, ein Gutsch ist immer eine beliebige Menge, die eine Schweizerin abgemessen hat. Das ist wichtig. Man braucht eine Schweizerin, um korrekt einen Gutsch abmessen zu können. Wer keine Schweizerin geheiratet hat, kann auch keinen Gutsch abmessen. Pech gehabt. Ja, das sind eine der zahlreichen Vorteile, wenn man eine Schweizerin geheiratet hat. Schatz, da kommt nichts aus dem Muskat. Aus ja, dem das, der dürfte auch irgendwie gefühlt von 1800. Nein, das ist meiner. Oh, ach so. Den hast du in Mutters Küchenschrank gefunden. Nein, nein. Den habe ich mitgebracht in die Ehe, Schatz. Ist also quasi unser Muskat. Oh, das ist aber schön. Gut. Ja, genau. Also Muskatnuss und Pfeffer steht hier. Wie viel Esbit hast du da reingemacht? Einen Würfel. Aber der wurde jetzt natürlich schön angezündet und der brennt jetzt zeitgleich von allen Seiten gefühlt. Und deswegen, also wir haben inzwischen beim dritten noch einen dritten Esbit-Würfel nachgeworfen. Ja, aber das geht hier alles zu schnell. Ihr seht, es brennt. Ach ja, was ich nebenher schon vorbereitet hatte, als der Ben am Rühren war, ist das Brot. Ja. Es gibt also zwei Varianten, je nach Fleißigkeit der Person, die es vorbereitet. In einzelnen Familien ist es gang und gäbe, dass man das Brot schon in mundgerechte Happen aufschneidet und so jeweils auf den Tisch stellt. In anderen Familien ist es gang und gäbe, dass man das Brot in Scheiben kriegt. Jeder reißt sich seine Stücke, wie er sie braucht fürs Fondue und ist selber dann dafür verantwortlich, dass überall Rinde mit dran ist. Ist natürlich viel weniger aufwendig als die Schneiderei in der Küche. So, und dann würde ich fast schon sagen, wenn ich so den Löffel raufnehme, ein bisschen braucht es noch und dann können wir gibt es denn noch internationales Fondue genießen. Weitere geheimnisvolle Zutaten, die man ins Fondue reintun könnte? Oder ist das jetzt wirklich Ende und wenn man noch irgendwas anderes reinschmeißt, ist man ein deutscher Barbare und hat keine Ahnung? Ja, also mein Vater hatte mal eine Zeit lang, wo es ziemlich viel geschmolzenen Käse gab. So gefühlt jedes zweite Wochenende, wenn ich vom Internat nach Hause kam. Ja, es war dann aber auch mal genug. Und dann gab es Variationen noch mit Tomatenmark drin und. Man kann natürlich auch Gemüse und Pilzchen und weiß ich was alles da reintunken. Kartoffelstücke ist eine beliebte Variante bei Freundinnen von mir. Herzliche Grüße, falls ihr euch angesprochen fühlt. Und ja, von mir auch. Da gibt es halt schon verschiedene Varianten, aber ganz klassisch ist Käse, Brot, fertig. Das sieht gut aus. So. Schatz, würdest du für die Kamera noch einmal schnell degustieren? Ja, ich mache das Kopierrolle mit abwischen. Moment, ich reiche dir eine Gabel. Ich brauche doch keine Gabel, guck mal. Ach so. Ich hole einen Mund. Ja, war zu schnell. Ein klein wenig Muskat noch. Okay. Dann brauchen wir wieder mehr Power unten, Schatz. Ja, ich werde für Power gleich oder sorgen. Soll ich eine Locke reinreißen? Werf mal eine Locke rein. Ups. Weil Esbit haben wir gar nicht mehr so viel. Aber Locken haben wir noch genug. So. Und zur Not soll es in diesem Wald Gerüchten zufolge auch Holz geben. Okay, cool. Also, dann wünsche ich Ihnen gute. Danke, danke. Viel Spaß beim Nachmachen. Jetzt kommt dann die leckere Knoblauchphase, dass die kleinen Knoblauchstückchen auch am Brot kleben. Oh je. Das dauert immer ein bisschen, weil die setzen sich gerne unten ab. Aber, nam 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 nam. Ja, wenn es dir zu viel ist, gib's rüber. Mhm. So, aber jetzt wirklich tschüss. Gell, Schatz? Mhm, tschüss. Bis zum nächsten Mal, also bis morgen.